Und damit begrüße ich euch heute hier zur 12. Folge Golgatha Lockenluis. Ich bin euer Pax Raider. Auf jeden Fall habt ihr wieder fleißig Kommentare geschrieben unter der letzten Folge Golgatha Lockenluis. Und der meistgenannte Verein war dieses Mal der VfB Stuttgart. In dieser Folge werden wir in einem 4-3-3-System spielen, nämlich in der Variation 4. Auf jeden Fall haben wir gleich, worauf kommen wir gleich zur Formation, nämlich im Tor haben wir Sven Ulreich. In der rechten Verteidigung haben wir Sakai, der etwas zu langsam ist, würde ich jetzt mal so sagen. 77 Pace als Außenverteidiger ist jetzt nicht so schlecht, aber dafür ist unsere Innenverteidigung besser, nämlich Antonio Rüdiger, richtig nice hier mit 80 Tempo, dann noch Daniel Schwab. In der linken Verteidigung haben wir den Rausch, 81 Tempo, das passt auf jeden Fall. Als ersten ZM-Spieler haben wir Romeo, 58 Pace, aber als ZM-Spieler braucht man meiner Meinung nach nicht so viel Pace haben, als, sage ich mal, ein Außenverteidiger. Als zweiten ZM haben wir Christian Gentner, im ZOM den 5-Sterne-Skiller, der ja auch gewünscht worden ist, Alexandru Maxim. Im rechten Flügel haben wir den Martin Harnik und im linken Flügel den kleinen Pacer Timo Werner und im Sturm natürlich Golgatha Lockenluis. Auf der Ersatzbank sitzen dann hier noch Berko, Baumgartel, Wenn oder wie der Typ hier auch heißt, Ginzek, Ruezo, Kirschbaum und Klusek. Also ich finde, eigentlich ein gutes Team, meiner Meinung nach. Vielleicht können wir in dieser Folge auch noch den Online-Gegner zerstören. Und ich hoffe mal, dass Lockenluis wenigstens 2 Tore macht, dass wir am Ende ein Gold-Premium-Pack ziehen können. Sehen wir uns wieder beim Online-Gegner. So, unser Online-Gegner hat folgendes Team, eine 86er-Bewertung in ein 4-1-2-1-2-System und hat hier einfach mal einen Diego Costa, second in Form müsste das glaube ich sein. Einfach mal einen Aguero ab, Rooney, Ramirez, Yaya Touré, Angel Di Maria im ZM, Baines, Cahill, Company, Walker und Courtois am Tor. Und ich denke mal, es wird richtig schwer hier für uns werden, weil wir spielen mit einem Stuttgart-Team und Lockenluis. So, jetzt haben wir hier gleich mal Maxim mit dem Shop, Alexandru Maxim noch mit dem Shop, nochmal mit dem Shop, Rabona Fake und jetzt mit dem Abschluss und mit dem 1:0. Oh mein Gott, Leute, eben habe ich noch gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ein schnelles Gegentor oder sowas bekommen. Und jetzt macht Maxim hier einfach mal einen gleichen Skilltor. Mit vielen Skills ist es jetzt nicht, aber trotzdem kann man eigentlich ein Skilltor dazu sagen. Und ich würde mal sagen, neuer Spielstand 1:0 Maxim. Oh, Sergio Aguero schickt da Diego Costa. Der zieht in die Mitte. Aber da haben wir natürlich noch Svenny. Schön gespielt, Gentner weiter auf Lockenluis. Der hat jetzt enorm viel Platz eigentlich. Lockenluis mit dem Abschluss. Lockenluis mit seinem ersten Treffer hier. Früh in der Partie, in der 14. Spielminute, Leute. Richtig hammer nice. Lockenluis trifft hier. Kann endlich mal wieder zuschlagen. Und das beim VfB Stuttgart. Hier nochmal das schöne Tor. Und ich würde sagen 2:0 Lockenluis. Diego Costa, weiter auf Di Maria, Angel Di Maria könnte abschließen und Diego Costa macht es für Di Maria und trifft hier auch das Tor, 2:1 Leute, jetzt wird es denke ich mal noch spannend, Wayne Rooney weiter auf Sergio Aguero, der verpasst das Tor auch, oh mein Gott Leute, jetzt haben wir aber mal richtig viel Luck, schön Lockenluis jetzt, och mit Hacke, oioioi. Nein, Wayne Rooney, der hat einen guten Schuss, der hat einen guten Schuss und das Ding ist drin. Ulreich, steh auf. Ulreich, oh mein Gott, Mann. Was hält der denn hier alles? Was hält denn bitte schon unser Ulreich? Das ist ein Typ. Werner macht eine Drehung, zack, am ersten vorbei. Timo Werner jetzt mit der Flanke auf Lockenluis. Lockenluis mit dem Kopfball an den Pfosten. 90. Minute haben wir jetzt schon, Leute. Und Maxim jetzt hier am Ball. Und da ist das Spiel auch vorbei, meine lieben Freunde. 2:1 haben wir das Spiel hier gewonnen. Alle 3 Tore sind in der ersten Halbzeit gefallen. Und Lockenluis hat leider nur ein Tor gemacht. Das heißt, es gibt noch weitere Folgen, weil wenn er 3 Tore gemacht hätte, wäre es die letzte Folge gewesen und es wird nochmal eine Spezialfolge mit Stuttgart geben. War aber nicht so. Lockenluis hat auch nicht 2 Tore gemacht, das heißt, es gibt leider auch kein Gold Premium Pack. Er hat nur 1 gemacht und da gibt es gar nichts. Auf jeden Fall habt ihr jetzt wieder die Möglichkeit, unten in die Kommentare zu schreiben, wo Golgatha Lockenluis in der nächsten Folge hin soll. Ich lasse mich da wieder überraschen. Hier nochmal das schöne Tor von Maxim. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein paar Däumchen nach oben. Und dann würde ich sagen, haut da rein. Euer Pax Raider ist raus. Tschüssikowski. Ciao.